Es werden so ungefähr 60 Ziegeln werden insgesamt, ne? Von daher, wenn wir das hier oben so ein bisschen zurechtgeschnitten haben und sowas, dann haben wir sogar noch ein bisschen was übrig, was wir dann auch so verwenden können. Sorry für die kleine Unterbrechung eben. Da gab es ein kleines Problem mit dem Speicher. So. Okay, jeder braucht mal ungefähr die gleiche Sache. Wir müssen das also auch ebenfalls ein bisschen so anschneiden. Kriegen wir aber hin. Und hier unten in der Ecke, da lassen wir so ein kleines bisschen stehen. Das heißt, nachher noch ein bisschen was wegschneiden oder sowas sollte überhaupt kein Problem sein, aber nachher was dran schneiden, das geht ein bisschen schwer. Könnte man dann so ein bisschen Füllmaterial sonst drunter packen oder sowas. Aber wenn es nicht sein muss, dann muss es ja nicht sein. Wenn wir es quasi schon direkt aus einem hinkriegen. So. Die Struktur ein bisschen nacharbeiten. Bisschen gucken, dass das ein bisschen schön geformt ist. Dann können wir das schon hier oben reinsetzen. Seht ihr das? Toll, das wird was. Also erstmal wieder ein bisschen Leim. In meine gute alte Leimkuhle, die sich hier mittlerweile gebildet hat. In dem Stück Pappe. Und jetzt kommt das hier hin. Und hier hin. Und dann erstmal rein damit. Dann Vorkopf kommt direkt das Gegenüber. Das machen wir auch gleich schon fertig. So, dieser Stein hier ist furchtbar gut dafür geeignet, denke ich. Den nehmen wir jetzt einfach da, nehmen wir so ein Stück davon, legen wir das mal hier oben drüber, schneiden das mal so ein bisschen an. Hier so ungefähr, ach, das wäre doch schön. Wäre halt, wie bereits erwähnt, ziemlich cool, wenn ihr das ganze Zeug so ein bisschen supporten könntet. Das geht halt einfach per Patreon beispielsweise. Da habt ihr dann auch nochmal Zugriff wirklich auf diese Sachen hier, die Baupläne und sowas, die werde ich dann nochmal ein bisschen ausarbeiten. Und wäre schön, wenn ihr ein paar Likes da lassen würdet. Wäre echt eine grandiose Sache. Dann sehe ich, wie es insgesamt ankommt. Und falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt oder sowas, oder irgendwelche Ideen, was man auch noch machen könnte, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare reindonnern. Oder ich schaue mir einfach mal an, was ihr so alles schreibt. Ich meine, klar, das ist jetzt so ziemlich der Anfang. Das heißt, von daher bin ich gnädig mit euch. Aber es wäre vielleicht auch ganz witzig, wenn man trotzdem schon mal was reinschreibt oder so. Einfach mal, um zu gucken, wie es so insgesamt ankommt oder was man vielleicht noch verändern könnte oder sowas. Weil wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Wäre sicherlich auch witzig in einem Livestream, wenn einfach sagt, okay, sagen wir mal, sind so und so viele Steine, wollen wir jetzt mal irgendwie gucken, dass man daraus was Schickes macht. Was habt ihr für witzige Vorschläge? So, dieser Keil von hier, dem gebe ich jetzt noch ein kleines bisschen. Kein kleines bisschen mehr. Ganz kleines bisschen Leim mit. Dann wird er oben drin versenkt. Er hält quasi diese Steine über dem Gewölbe hält er zusammen. Oder über dem Türsturz, der aufeinander zustürzt. So. Seht euch das an, als ob der dafür gemacht wäre. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Den drücken wir hier noch ein bisschen rein. Ach, das ist gut. Den heben wir ein bisschen raus. Sehr schön. Das passt also schon mal alles ganz gut zusammen. Ich ändere gleich nochmal die Perspektive, dass ihr das nochmal anders sehen könnt, wenn das Ganze da steht. Hier haben wir unsere Mauer, die genau da reinpasst. Das wäre es eigentlich schon. Das ist quasi unsere erste hier
direkt von Anfang an bis zum, ich drücke das mal gerade ein bisschen zurecht, bis zum Ende erstellte Ruine. Und die könnt ihr gerne nachmachen. So. Okay, cool. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, nehmt das mal hier runter. So. Falls ihr Fragen in irgendeiner Form dazu habt oder sowas, stellt sie einfach. Immer besser einmal fragen, als sich dann nachher zu wundern und zu sagen, ja, aber wie war das nochmal? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Hat ja gar nicht gesagt, was man machen kann. So, die ist jetzt locker zusammengefügt. Muss natürlich noch ein bisschen trocknen insgesamt. Aber ich denke mal, das ist schon ganz gut geworden dafür. So. Das war halt diese Sache, wo ich die Mauer direkt ineinander reingesteckt habe. Oh, ich habe gerade noch Leim gefunden. Leim, wie lecker. Und um zu sehen, ob das Ganze auch wirklich auf dem Feld entstehen bleibt, naja, vielleicht sollte ich noch ein bisschen warten, noch ist es ja nicht ganz fest. So. Seht ihr das? Passt doch alles schon ganz gut zusammen. Gehen wir mal hier einmal drumherum. Die Steine liegen satt auf dem Boden auf. Das hier, das kann man noch ein bisschen weiter ineinander schieben. Seht ihr? Alles gut. Alles prima. Und hier an der Stelle dann, sobald das Ganze getrocknet ist und so, kann man das sicherlich noch nacharbeiten. Hier oben das noch ein bisschen rausheben. Und insgesamt rundherum dann einfach mit dem Cutter runterschneiden, wenn irgendwas dann zerlegt sein soll oder so. Hier rundherum vielleicht noch so ein paar Brösel verteilen. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja irgendwelche witzigen Ideen, was so Efeu oder ähnliches, irgendwelche Bewüchse oder sowas angeht. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man das machen kann. Vielleicht auch Acrylfarbe einfach auf Klarsichtfolie und dann versuchen, das da runter zu pulen. Wenn das reißt, das müsste eigentlich schöne wie gewachsene Streifen geben und sowas. Okay. Und sonst? Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und lasst ruhig ein paar Likes da. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Dankeschön. Ciao, schönen Tag euch.